Tja, meine Damen und Herren, willkommen zum neuesten Video. Valve hat 3 Tage nach dem letzten großen Update, ihr erinnert euch, dieses Non-Prime und Prime Update, über 10.000 Accounts weggebannt. Und ratet mal, wen es da hauptsächlich erwischt hat. Wie man bereits aus dem Titel herauslesen konnte, hat es sehr viele Boosting-Accounts getroffen. Es hat die Boosting-Games ordentlich erwischt, es hat die Boosting-Communities erwischt. Ich habe dazu auch gleich noch ein Screenshot aus einer Gruppe heraus, beziehungsweise habe Zugriff auf eine Gruppe mit Leuten, die sich halt ja noch in der Gruppe befinden, die alle an diesem Tag, also am 6. Juni, wie alle eben am 6. Juni ihren Bann eingefahren haben, diese Mitglieder. Das war eben eine Boosting-Gruppe, zu der Sanse, eines unserer Mitglieder, Kontakt hatte. Und es gibt dann noch ein paar andere Infos zu dieser Erkennung an sich und am Ende sogar nochmal ein Punkt, eine Seite, wo ihr selbst Boosting-Accounts einreichen könnt, die dann gebannt werden sollen. Also wie gesagt, 10.000 Boosting-Accounts oder hauptsächlich Boosting-Accounts wurden gebannt. Wenn man sich den Graph mal anschaut, sind an dem Tag die üblichen oder fast üblichen WAC-Bans eingegangen. Also 600 sind es, wenn man so ein bisschen nach vorne geht im Schnitt, kommt so hin, plus minus. Aber Game-Bans sind es halt sonst eher, ja, ich sag mal unter 100 und hier waren es dann 10.000. Über diese Bannwave habe ich unter anderem auf dexerto.com gelesen. Ich verlinke euch, wie gesagt, alles noch. In ihrem Bericht schreiben sie, dass über 10.000 Accounts gebannt wurden und dass das Studio, also das Entwicklerstudio, auch um die Mithilfe von uns bittet. Das kommt dann ganz unten. Dann wird erstmal noch über den neuen Patch geschrieben, dass er jetzt Prime hinter einer Paywall liegt und darum ja auch schon mal diese Bannwave extrem geil ist, denn diese ganzen Dackel, diese Booster-Kackvögel, waren Accounts, die praktisch ganz frisch, womöglich sogar noch vor diesem Update, schnell auf Prime genudelt wurden, um sie halt schnell billig zu verkaufen, oder viele Accounts, die halt kurz davor standen und die sind jetzt alle weg. Das ist natürlich ultra, ultra nice. Vor kurzem hat noch jemand geschrieben, ja, die werden trotzdem für 3 Euro pro Prime-Account verkauft. Das kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen, denn wenn ich mich jetzt hinsetze als Boosting-Kackvogel, dann muss ich ja trotzdem für jeden Account 12 Euro noch was ausgeben, um den Prime zu kaufen, weil ich ihn nicht mehr spielen kann. Somit können die nicht mehr verramscht werden für 3 Euro, außer jemand macht Minus. Also, dann müsste der einen Schuss haben, ne? Hier ist dann auch ein Tweet angehängt von jemandem, der sich Killer nennt. Der schreibt, dass er das confirmen kann, dass es zu 100% Boosting-Accounts sind. Er hätte von einem befreundeten Booster diverse Screenshots bekommen, von den Boosting-Accounts und ja, die sind alle weg, die sind alle gebannt. Und in dem Schritt zeige ich euch auch mal direkt die Gruppe, die Sanse gefunden hat oder zu der Sanse Kontakt aufgebaut hat. Und wenn man jetzt hier auf irgendeinen draufklickt, zum Beispiel auf den, dann siehst du hier direkt einen gebannten Account vor 9 Tagen, also genau am 6.6., als die Bannwelle kam. Und ich gehe jetzt noch kurz auf einen anderen, das war jetzt der ganz unten links. Jetzt gucken wir uns zum Beispiel mal den hier an. Ich gehe damit absichtlich nicht lange drauf, weil dann geht dieses Mini-Fenster auf, diese Vorschau, und da ist nichts geblurrt. Ja, Achtung. Hier das gleiche Spiel, gebannt vor 9 Tagen. Ich guck mal ganz kurz, ob ich noch einen finde, der ein bisschen mehr drauf hat. Natürlich kann ich hier jetzt lange suchen, ne? Ich meine, das sind Boosting-Accounts, was erwarte ich hier? Bitteschön. Das wird natürlich irgendwie nicht wirklich voll sein. Ah, der ist nochmal ganz schick, auch vor 9 Tagen gebannt. Und ja, wie man sieht, ist hier zumindest ein bisschen mehr los. Ja. Die Boosting-Accounts werden Stück für Stück weggenudelt. Unter anderem eben 10.000 an diesem einen Tag. So viel zu der Gruppe von diesem Twitter-Knilch und zur Gruppe eben, die mir zugespielt wurde. Dann schreiben sie hier am Ende auf der Seite noch, dass man, wenn man Bot-Accounts meint, gefunden zu haben, soll man sie an Valve selbst schicken. Und zwar an folgende Adresse, ist auch wie immer in der Beschreibung natürlich, csgoteamfeedback@valvesoftware.com mit dem Subject Bot-Accounts. Das hat der Valve-Employee Old MacDonald. So kann man dann also als Community-Mitglied mithelfen, diese Leute dingfest zu machen. Des Weiteren habe ich noch ein paar Infos über die Bans an sich, wie sie durchgeführt werden. Die habe ich aktuell von Sanse. Seine Quelle muss ich noch erfragen. Also er hat mir geschrieben, Valve hat mehrere Möglichkeiten, das nachzuvollziehen, vor allem weil die Bot-Accounts wirklich aussahen wie Bots. Also generierter Name, YX und so weiter, Minus und dann irgendeine Zahl hinten dran. Also alleine den Namen konnte man oder kann man die Bot-Accounts ganz gut erkennen. Sie schauen aber auch nach herausstechenden Match-Statistiken, E-Mail-Adressen, die jeder Account gleich hatte, und eben auch einfach manuelle Demo-Überprüfung. Das haben sie auch auf dieser Seite, habe ich das eben nicht vorgelesen, gesagt, dass das Team selbst Leute, hier steht's, boosted accounts are getting in-game mass bans by the CSGO team as we speak. Also das CSGO team selbst hat da auch ordentlich die Finger drin und wurschtelt rum und macht das nicht nur über die Community beziehungsweise halt über Overwatches und so, sondern ist da wirklich massenhaft am Bannen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit eben mit Hilfe dieser Option.
wir haben da ja auch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen gehabt, über Havik-Bans, über IP-Zurückführung, wer hat wie wann gecheatet, wie viele Accounts hat jemand und so weiter. Da weiß ich, wie gesagt, nicht, inwiefern das offiziell bestätigt ist. Wobei es, das haben wir auch schon mal gesagt, eigentlich sehr unklug ist, von einer Firma wie Valve sowas offiziell zu sagen, weil dann kann man sich danach richten als Cheater oder Hacker. So gibt man ihnen ja praktisch die Richtlinien vor, hey, übrigens, darauf achten wir, das solltest du vermeiden, ne? Sondern man muss einfach ballern und bannen, ohne zu sagen, wie man auf die Leute gekommen ist, also wenn es denn wirklich Cheater sind. Das ist natürlich ganz wichtig im Vordergrund. Es hat ja damals, also vor ein paar Wochen, als diese ganzen Main-Accounts gebannt wurden, hat es ja gut geklappt, wie es scheint, ne? Da waren ja ganz viele überrascht, dass auf einmal ihre ganzen Steam-Accounts gebannt wurden. Also Cheater, wohlgemerkt, Cheater. Hier am Ende würde ich gerne noch ganz kurz zum letzten Montagsvideo und zwar zu dem Update-Video an sich was sagen. Und zwar erstens, viele sagen zwar, hey geil, ich habe gar keine Cheater mehr und so weiter. Einige schreiben aber auch, hey, ich habe noch ganz viele Cheater, das Update ist scheiße. Beides kann nicht wirklich richtig sein, denn dieses Update, das letzte Update, das am 6.6. kam, hat keine Cheater einfach so weggebannt, außer die 10.000 jetzt, die halt dann drei Tage später gebannt wurden. Aber dieses Update verwehrt allen Cheatern, die bereits einen Prime-Account haben, nicht das Spielen. Diese Leute müssen erst gebannt werden. Dieses Update war der erste extrem wichtige und richtige Schritt in eine bessere Zukunft, weil wenn dann die Cheater mal gebannt werden, ja, und wir wissen, sowas kann dauern, aber wir haben ja Zeit, wir haben ja Sitzfleisch, dann kommen sie wahrscheinlich nicht mehr so viel nach, weil es eben jetzt Geld kostet. Also sie müssen jetzt noch in CSGO Geld reinstecken, nicht nur in ihren Pay-Cheat oder in ihr Cheat-Abonnement oder sonst was, sondern sie müssen jedes Mal, wenn sie gebannt werden, Geld investieren. Natürlich gibt es Accounts, die halt einfach nicht gebannt werden, die seit Jahrzehnten cheaten oder seit Jahren cheaten. Die wird es auch weiterhin geben, aber die Zahl der Gesamtcheater wird sich drastisch verringern, hat sich bereits drastisch verringert und das ist das Wichtige, worauf das Update abzielt. Und ganz, ganz vorne noch mit dabei ist der Fakt, dass der Trust-Faktor nach wie vor da ist. Und wenn ihr einen Kack-Trust-Faktor habt, also einige, mit denen ich geschrieben habe, haben mir dann ihre Steam-Accounts geschickt. Die Accounts sehen aus, als wenn sie selbst hacken würden. Die sehen einfach aus wie Bot-Accounts. Du kannst nicht erwarten, dass so ein Update kommt und du mit deinem drei Tage alten Bot-Account, dass du damit extrem gutes Spielerlebnis haben wirst. Wahrscheinlich eher nicht. Vor allem, wenn man dann noch so Kacke macht wie, ja, ich habe nur ein paar Mal Leute abgeschossen aus meinem Team, bin ein paar Mal rausgeflogen, musste essen gehen während dem Matchmaking, bin also einfach rausgegangen. Das alles zerfistet euren Gesamteindruck, ne? Ich habe dann nur CSGO auf dem Account, ich habe keine Freunde auf dem Account, außer meinen besten Freund, sonst habe ich niemanden und so weiter. Wenn der Account aussieht wie von einem Cheater, dann wird er so schlecht getrustet, dass ihr halt einfach Kackspiele habt. Wenn ich Solo queue, habe ich keine Cheater. Wenn ich mit Mates rein queue, dann ist es eine andere Sache. Ich weiß, Trust-Faktor zusammen mit anderen ist komplett hanebüchen. Das geht einfach nicht, das wissen wir. Das ist nach wie vor wie ein Gamble. Auch wenn es weniger Cheater werden, ist es trotzdem die Spielqualität ein Gamble. Aber ihr müsst wirklich diesen Vergleich zum Solo-Queue haben. Und wenn ihr im Solo-Queue auch ständig Cheater habt, dann macht was an eurem Account. Ich will nicht sagen, dann seid ihr selber schuld, weil das soll natürlich trotzdem nicht passieren. Jeder neue Spieler sollte eigentlich die bestmögliche Erfahrung haben können. Aber es ist nun mal halt nicht so. Kümmert euch dann um eure Accounts, schaut euch meinen an. Mein Account ist sicherlich auch verlinkt, wenn ich es nicht vergesse. Und versucht, euren Account so nah wie möglich einfach dahin zu bringen. Den gesamten Steam-Account. Das geht dann nicht um CSGO, wie es in CSGO dasteht. Ich meine, klar, wenn ihr da ständig Bans habt, weil ihr Leute killt, ist es natürlich kontraproduktiv. Aber ja, schaut euch die Accounts an. Das ist ganz wichtig. Gut, das war's dann soweit. Dann bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Zusehen, für die Kommentare und für die Likes. Extremst edel, gerade bei den letzten Videos, da haben wir easy peasy die 100 Däumchen geknackelt und sogar ohne irgendeinen Daumen runter. Klar, jetzt wo ich es hier sage, kommen hier welche drauf. Ich kenne euch, ihr stinkigen Gauner. Aber ja, krasser Shit. Dankeschön. Dann haut mal rein. Wir sehen uns morgen im nächsten Livestream, 18 Uhr und am Mittwoch im nächsten Video. Bis dann. Nicht ganz tschausen, denn es gibt noch ein ganz schönes Dankeschön raus an meine Patrons und Kanalmitglieder. Thanks, Noise. Dankeschön. It's amazing. Yeah.